Die Südwesttour ist etwas für Naturliebhaber. Sie führt in den Nationalpark Plan Champagne. Da schließt du das einfach weg, der Name. Die Südwesttour ist etwas für Naturliebhaber. Sie führt in den Nationalpark Plan Champagne mit seinen Bergen, Wasserfällen und Tälern. Natur pur. Am Beginn steht der Vulkankrater Touchef, von dem man schon einen tollen Blick über die Westküste hat. Anschließend geht es zu dem 7-Stufen-Wasserfall, der sich schön in eine Schlucht eingeschnitten hat. Danach kommen Maowagwa, größter See, und der heilige See der Hindus, der Grand Bassin. Mit etwas Glück kann man dort frei lebende Makaken sehen. Dann geht es in die Natur so richtig rein. Drei Aussichtspunkte stehen an. Zwei auf der Südküste und einem in dem Nordwesten. Tolle Ausblicke mit kleinen Wasserfällen, in denen man in den Sonnenmonaten auch ein Bad nehmen kann. Liebliche Täler, die dahinter dann in das Meer übergehen. Weiter geht es dann in den Ort Chamarel, wo wir Ananas- und Kaffeeplantagen besichtigen. Außerdem erkläre ich, wie eigentlich die Banane wächst. Anschließend besichtigen wir den höchsten Wasserfall von Mauritius, den Chamarel-Wasserfall. Gleich dahinter kommt dann die weltberühmte siebenfarbige Erde, auf der einfach nichts wächst. Am Ende der Tour kommen dann noch zwei Aussichtspunkte auf die Insel Benitier mit den wunderschönen Lagunen mit Blick auf den Le Mont-Brabant. Dort werden wir dann auch noch baden, bevor wir dann circa anderthalb Stunden Fahrt nach Hause antreten. Ja, einen schönen guten Morgen. Das, was ich eben vorgelesen habe, das ist unsere Tour, die wir heute mit unserem Vermieter gemeinsam machen werden. Sandra ist schon ein bisschen aufgeregt. Bei mir hält sich die Aufregung noch in Grenzen, weil ich etwas müde bin. Das liegt aber nicht daran, dass ich so spät ins Bett gegangen bin. Nein, das liegt daran, dass die Hunde hier nachts sich messen, wer kann am lautesten und am längsten bellen. Und hier sind viele Kandidaten, die das können. Jetzt am Morgen ist es relativ ruhig. Ist ja auch kein Wunder, die sind total erschöpft, habe ich das Gefühl. Naja, wir lassen uns den Spaß nicht nehmen. Gleich geht's los und dann fahren wir in den Südwesten der Insel. Bis gleich. Für uns immer noch ungewohnt der Linksverkehr, der hier vorherrscht. Und dann erleben wir, wie wir an die Tankstelle fahren und wir steigen nicht aus, ganz im Gegenteil. Es gibt extra Service-Mitarbeiter, denen sagt man, wie viel man tanken möchte, drückt ihnen das Geld in die Hand. Ja, und dann wird getankt für einen. Cooler Service. Eigentlich waren wir auf dem Weg zu einem Hindu-Tempel und auf einmal bremst unser Fahrer und sagt, guckt mal da links, wir können aussteigen und da sind sie. Frei lebende Makakenaffen. Und es ist echt beeindruckend, diese Tiere so nah zu sehen, wenn sie da am Straßenrand sitzen oder in den Bäumen und fressen. Und dann gibt es natürlich auch den Chef dieser Bande und der schaut wirklich nach dem Rechten. Und wenn der das Maul aufmacht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sieht man mal das bedrohliche Gebiss. Und ich glaube, das kann ganz schön knifflig und gefährlich werden. Also es war echt aufregend, die Makaken da am Straßenrand zu sehen, dem beim Fressen zuzuschauen. Klar haben wir natürlich Fotos gemacht, wie sich das so gehört. Ja, und dann kamen andere Autos angefahren und die Affen hat das auch überhaupt nicht gestört, weil die kennen nämlich das Prozedere scheinbar schon. Und dann geht das Fenster auf und dann schmeißen die Touris halt den Fressen hin. Das fanden wir irgendwie ein bisschen komisch, aber das scheint hier gang und gäbe zu sein. Die Affen kennen das alles und haben sich dann natürlich ihre Belohnung geholt dafür, dass sie für die Kameras posten. Hallo. Ja, wir sind jetzt bei einem hinduistischen, indischen Hindu-Tempel.
Also ein Hindu-Tempel. Oder Statue. Ja, und das ist alles ganz interessant. Hier laufen unglaublich viele Affen rum. Als wären nicht schon touristische Affen genug hier. Gibt es auch Makaken. Die Opfergaben fressen. Die Opfergaben fressen, ja. Sehr clever von den Affen. Ja, alles mal ganz nett. Bernd, unser Reiseführer, macht das echt toll. Die Rundfahrt passt alles. Ja, wir kriegen alles gut erklärt. Und ja, wir sind gespannt auf die nächsten Highlights, die wir noch sehen werden. Auf was freust du dich am meisten? Nachher aufs Meer. Ich mich auf den Wasserfall, aber das macht uns ja aus. Wir sind so grundverschieden. Ja. Also von daher. Wir ergänzen uns. Wir schauen einfach mal. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Mücken. Eben saßen schon ein paar einem auf der Wade und haben mal gepiekst. Also von daher. Ja, aber alles noch in Grenzen. Die Temperaturen sind echt total angenehm. Ja, für uns Westeuropäer wahrscheinlich warm. Für die Einheimischen eher kalt. Die laufen hier alle mit einer Jacke rum. Angenehm. Angenehm ist es auf jeden Fall. Denk dran, den Mund ein bisschen zu öffnen für Insta, ja, genau, sehr gut. Die Schnute gefällt mir. Wo soll ich denn hin? Instagram im Doppelpack. So sieht das aus. Ja, die Haare sitzen, oder? Ist das krass hier. Alles voll Touris an einem Fleck. Und sie sind alle da und wollen natürlich das Foto schlechthin machen für Insta, so wie das hier heißt. Und natürlich waren wir auch da, aber Spaß hat das jetzt keinen gemacht. Wir haben unser Foto gemacht, allerdings nicht für Instagram. So, wir gehen jetzt wieder runter, gucken mal, wo es weitergeht mit dem nächsten Aussichtspunkt und hoffen, dass da ein bisschen weniger Follower sind. Aber da wächst doch was. Komm mal ein. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich werden oder gefährlich sein. Genau, aber sieben Farben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sieben Farben, die wir hier zu sehen bekommen haben. Das ist echt der Wahnsinn. Verrückt. Ja. Wisst ihr eigentlich, warum hier nichts wächst? Tja, wir wissen es auch nicht. Doch. Weil hier keine Nährstoffe in der Erde sind. Aber wir haben ein Pflänzchen hier wachsen sehen. Also von daher wächst hier doch was. Das ist sozusagen eine Touristenfalle, haben wir das Gefühl. Und jeden Tag wird hier einfach sieben Farben rübergeschüttet.
Okay, wir sind zu kritisch, wir nehmen das zurück, das war kulturell nicht reif. Ja, und wir entschuldigen uns natürlich dafür. Wir freuen uns schon auf das nächste Highlight. Wow, so große Schildkröten haben wir noch nie gesehen. Das war wirklich jetzt mal beeindruckend. Das war echt klasse, ja. Als die Pflegerin da reinkam und hat das Futter dahin geworfen. Sind sie hingerannt. Ja. Gehechtet. Geschwindigkeit hat eine ganz neue Dimension eben bekommen. Nein, war echt cool, was das für Riesen-Oschis sind, ja. Und das ist echt beeindruckend. Wow, Hut ab. Sehr interessant, ja. So, ich probiere jetzt mal ein Stück Kokosnuss. Und so eine Kokosnuss halt schmeckt. Ja. Ist okay. Aber ich habe eben gehört, dass Kokosnuss unheimlich hohe Anzahl an Kalorien hat. Deswegen lege ich das Stück wieder zurück in den Beutel. Spaß mir auch für schlechte Zeiten. Und so ging ein sehr schöner Ausflug im Landesinneren von Mauritius zu Ende. Wir haben viel gesehen, war wirklich interessant. Nicht alles war ein Highlight, aber es war echt toll und spannend.